Ganz häufig sind es zum Beispiel Schuldgefühle, zum Beispiel nach einem Suizid. Dann leite ich Trauernde an, sehr genau, wie sie diesen Brief schreiben könnten. Da ist es wichtig, diesen Brief in rituellen, knappen, direkten Formulierungen aufzusetzen, zu schreiben. Und dann bitte ich Trauernde, diesen Brief entweder mit ins Grab zu nehmen, dort vorzulesen. Manche legen ihn dann auch versteckt unter einen Stein am Grab oder einen Blumentopf.